Liebe Eishockey-Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Rebels TV, heute vom Spiel der Stuttgart Rebels gegen die Eisbären aus Eppelheim. So viel schon mal vorneweg, die Rebels konnten nicht im Ansatz das Potenzial, was in der Mannschaft steckt, abrufen. Aber mehr dazu im Verlauf dieses Videos. Nach etwas über 13 Minuten war es Jakub Aschke von der blauen Linie mit dem Schlagschuss und dann war es Rausch, der den Abpraller verwertet. In der 19. Spielminute möchte Jannis Assel das Spiel im Laufen halten, doch die Verteidigung der Rebels viel zu unbeherzt und dann war es Haas auf Rausch, der mit dem Schuss und dann Semloff mit dem Abstauber zum 0:2. Mit 0:2 ging es dann auch in die Drittelpause. Nach der Drittelpause versprühte Ferdinand, das Maskottchen der Rebels, noch Optimismus. 3,5 Minuten später der Dämpfer, zugegeben mit etwas Glück die Bogenlampe von Semloff und es stand 0:3 auf der Uhr. Eppelheim jetzt richtig in Fahrt. Smallchild legt zurück auf Haas und der trifft in der 28. Spielminute mühelos zum 0:4. Wir springen in die 30. Spielminute, Powerplay der Eppelheimer, Smallchild legt zurück auf Gottschalk und der erbarmungslos von der blauen Linie ins Gehäuse von Jannis Assel. Heiko Vogler, der Headcoach der Rebels, nahm daraufhin eine Auszeit und wechselte den Torhüter. Doch Eppelheim weiter auf Erfolgskurs. Und in der 33. Spielminute war es Wagner mit der Vorlage auf Haas und der zum 0:6. Der neu eingewechselte Goalie der Rebels, Andreas Rädt, an dieser Stelle chancenlos. Bleibt die Frage, wo hier die Verteidigung war. Wir springen ins Schlussdrittel dieser Partie. Gerade mal 2 Minuten sind gespielt, als die Rebels im Angriffdrittel die Scheibe verlieren, gefolgt vom herrlichen Doppelpass der Eisbären. Wagner auf Haas und der wieder zurück auf Wagner und es stand 0:7. Übrigens der 5. Scorerpunkt von Haas in diesem Spiel. Hoch anzurechnen ist den Rebels, dass sie sich selbst beim 0:7 nicht aufgegeben haben. In der 45. Spielminute wurde dies durch den Treffer von Silas Arbert honoriert. Auch den Schlussakzent konnten die Rebels in dieser Partie setzen. In der 60. Spielminute war es Vorlage Reis und dann Meindl zunächst mit dem angetäuschten Schlagschutz und dann mit dem Schlenzer ins Tor. Mit erniedrigendem 2:7 ging man dann auseinander. Positiv angenommen wurde der 50-50-Raffle der Rebels. Es konnten Lose gekauft werden, wobei die Hälfte des Erlöses direkt an den Nachwuchs ging und die andere Hälfte dann in der 2. Drittelpause von Ferdinand ausgelost wurden. Insgesamt kamen 255 Euro zusammen und da die Gewinnerin ihren Betrag auch noch gespendet hat, blieben die kompletten 255 Euro im Nachwuchs der Rebels. Wir sagen Kopf hoch, wenn der Hals auch schmutzig ist und freuen uns dennoch auf den 29.11., wenn es wieder heißt auf der Waldauer Hockey Time. Um 20 Uhr begegnen die Rebels den Steelers 1B aus Bietigheim. Tickets wie immer unter rebels-tickets.de.